Ah, das Schwert habe ich unterwegs wahrscheinlich einfach mal. Das war stumpf. Hä? Hey. Was ist denn das schon wieder für ein Bug? Wer weiß, auf was auf mich wartet? Na, das wartet hier auf mich, dachte ich. Entschuldigung, ich würde gerne mal hier. 150 Meter und dann springt es dahin. Also ist ein bisschen verpackt, die ganze Sache. Also entweder habe ich massiv was falsch gemacht oder... Strange. Oder es lebt hier noch irgendwo einer. Den ich aber auch wieder nicht auf der Karte sehe. Ja, die sind ja schon alle down. Radio ist auch aus. Mal hier mit was irgendwie sehen. Da liegt auf jeden Fall noch was rum. Also das ist hier ein bisschen strange. Weil ich hier falsch rangegangen bin oder so? Ja, aber wen? Hier gibt's doch keinen. Da ist ja keiner mehr. Es gibt einfach keinen. Ja, alle, das ist gut, aber da rennt halt keiner mehr rum, Max. Da ist einfach keiner mehr. Ich hab's ja alle abgeknallt. Warte mal. Siehst du was anderes als ich? Ist nix. Können wir mal die Milchpackung kaputt machen. Ach, Max. Ich hab doch schon die gelootet, also die sind definitiv down. Ist bestimmt einer durchgeglitscht oder so. Ja, das kann auch sein. Ah, naja, vielleicht kommen wir dann später nochmal wieder. Oder wir sind auch völlig falsch. Der sagt eigentlich, wir müssen ganz woanders hin. Da müssen wir gar nicht hin. Vielleicht ist es gar nicht der Ort gewesen. Guck mal, der schickt mich ganz woanders hin. Es waren also einfach nur so Leute. Ich muss noch ein bisschen rumlaufen, noch ein bisschen Vitalität. Ja, voll, oder? Ja, ich kann die auch mal wegmachen. Ja, die zweite Markierung ist offen. Achso, geht gar nicht. Ja. Okay, das finde ich auch, dass man auch Haupt- und Nebenmissionen eigentlich gar nicht abwählen kann. Das finde ich doof. Kann eine Nebenmission abwählen, aber keine Hauptmission. Naja, komm vielleicht mit dem DLC. Ha! 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 Ah, da ist es. An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Martin Street. Maelstrom hat sich in der Gegend festgesetzt. Mit dabei ist Kaiser Herzog, genannt der Chirurg. Er ist vorbestraft wegen unlizenzierter Arbeit als Ripper-Dog sowie Mordes, wofür er zum Tode verurteilt wurde. Die Stadt bietet eine Belohnung für die Eliminierung von Herzog und Maelstrom. Ich höre dich. Schon die ganze...
ganze Zeit. Nein, mich holt keiner. Ich komm dich holen. Mich hört keiner. Auf dem Gelände. Ja, warte mal, ich bin noch auf dem Gelände. Bin ja sogar schon drin. Und ich dachte, der Tag würde öde werden. Och Mann. Alter Falter, die sind ja mega. Okay, das muss ich ein bisschen anders angehen. Da darf ich definitiv nicht gesehen werden. Holla, die Waldfee. Die sind ja richtig schlecht drauf gewesen. Was ist eigentlich hier? Guck mal hier. Die sind auch nochmal lustig drauf. Gleich! Oh. Da, Zielanalyse. Nee, Entschuldigung. Radio geht gar nicht. Wieder ein bisschen. Ja. Ich dachte, ich soll schleichen. Ach so, die Zielanalyse sollte ich in Massen herrschen. Kann ich das eigentlich schon? Weil damit ich XP kann, meinst du? Pacifier. Batterie. Langsamer Motor, okay. Also muss ich das Schema für Zielanalyse finden, damit ich dann also gut aus für wenig war. Nee, das ist eins daneben. Ja, ist aber habe ich nicht. Habe ich leider noch nicht. So, also man kann ja aber noch mal ein paar Sachen auseinandernehmen. Ne, nicht Upgrades, sondern Inventar. Guck mal, was wir für einen ganzen Scheiß hier haben, den wir alles nicht benötigen. Diese Gewehre, diese bösen Gewehre. Den haben wir ausgewählt. Der ist schlechter. Wegmachen. Das ist auch schlechter. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz und kriegen dann haufenweise XP. Ungewöhnliches. Das ist immer ein ungewöhnliches Katana mit mehr Dings, aber es hat kein Special, ne? Diese Seltenheit des Items wird nach 5 Upgrade episch, nach 12 legendär. Hallo? Warum mache ich das nicht? Warum habe ich das nicht gelesen, ey? Eins. Ja, ich speichere auf jeden Fall. Nee, das will ich nicht ausrüsten, ey. Das wird weggehauen. Feldjacke. Doof aus. Die sieht besser aus. Nee, wir haben uns ja für den coolen Look entschieden. Cappy will ich nicht aufsetzen. Das ist schlechter, schlechter, schlechter. Lange Weste, nein. Vintage Leder Straight Cuts, nein. Das wollten wir aufheben. Und irgendwann wegstecken.
Düsen besser. Ein bisschen besseres Zeug können wir uns ja schon machen lassen. Jetzt wieder ein bisschen was gesammelt hier. Jetzt kann ich den nochmal upgraden hier, das Katana. Und dann müssen wir noch zweimal upgraden. Ne? Da. Selten ein, die Seltenheit des Items wird nach 5 Upgrades episch. So, Anzahl bisheriger Upgrades. Ah, jetzt sind wir schon episch. 6. So, und jetzt haben wir ein episches schwarzes Einhorn. Nice. Und wenn wir das 12-mal geupgradet haben, dann haben wir das auf legendär. Das ist natürlich mega. Darkos, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, ja, ich speichere doch. Herzlich willkommen zum Cyberpunk Let's Play. So. Was die Sachen machen. Also, das Wichtigste zuerst, Tastatur dauert noch ein bisschen. Max wollte mir da noch was besorgen, das dauert noch ein bisschen. Und ich muss auch noch den Loop besorgen und noch einen Pinsel. Und ich denke mal, dann wird es dann, ich weiß nicht, ob wir es nächste Woche schaffen. An alle NCPD-Subunternehmer. Je nachdem, werden wir dann den Stream wagen fürs Tastatur. Maelstrom hat sich in der Gegend festgesetzt. Mit dabei ist Kaiser Herzog, genannt der Chirurg. Er ist vorbestraft wegen unlizenzierter Arbeit als Ripper Dog sowie Mordes, wofür er zum Tode verurteilt wurde. Die Stadt bietet eine Belohnung für die Eliminierung von Herzog und Maelstrom. So, also den Typen müssen wir jetzt hier um die Ecke bringen. Genau, also es dauert noch ein bisschen. Das Ding ist halt, es liegt immer da, ne? Man sieht es immer, man will es eigentlich sofort, wenn man nach Hause kommt, zusammenbauen. Aber dadurch, dass wir es im Stream machen wollen, wenn wir es richtig machen wollen, ja, wird da noch auf noch gewartet. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ansonsten läuft die Sache gut. Ich hoffe, bei dir auch. Bei dir ist auch alles super. So. Machen wir Quicksave. So, haben wir hier irgendwo eine Kamera hier draußen? Nö. Komm schon raus! Ach, da ist die Scheißkamera. Okay. Entschuldigung, da muss ich nochmal kurz laden. Ich habe mich gewundert, woher die mich gehabt haben das letzte Mal. Ja. Ach so, okay. Das ist natürlich ein guter Hinweis, die Switches zu loopen, da wo die Stabis sind. Das können wir machen. Ich glaube schon. Da muss ich nur gucken. Dann ja, müsst ihr mir nochmal sagen, wie ich die dann am besten auseinanderkriege. Alter. Wieso? Genau. Genau, ist die Frage, wie kriege ich die Stabis auseinander? Nicht die Stabis, das weiß ich, die sind ja schon auseinandergebaut, aber die kommen ja nicht zusammengebaut, wie ich die Switches am besten auseinanderkriege. Ja, einen 3D-Drucker habe ich leider nicht, aber warte mal, ich kann einen Kumpel anhauen, ob er mir was druckt. Das könnte ich mal machen. Kann der Typ sich mal langsam umdrehen? Dankeschön. Wir müssen mal kurz breachen, damit er ein bisschen günstiger wird. Und dann ausschalten. So. Klar, kannst du machen. Kannst du gerne ein Keyword die Blueprints draufschmeißen. Auf jeden Fall. Alter. Wieso sieht die Kamera mich, aber ich sie nicht? Genau, hau einfach rein in Discord. Muss ich nochmal einen Kumpel anhauen, dass der mir das nochmal druckt. So.
Da bin ich gerne... Also, bin ich offen dafür. Und wenn du schon einen guten hast, auf jeden Fall. Bin ich erst recht dabei. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nicht gefunden werde. Alter. Wie viele. Jetzt ausschalten. Ich bin ja nicht die größte Hacker hier, aber da bin ich echt... Ist angekommen auf dem Discord. Mann, die ganzen Kameras und die ganzen Leute überall. Laden die da. Da ist auch noch eine. Hier war da auch noch eine. Hier. Killen wir jetzt und dann werde ich die mal kurz hier rausnehmen, aufnehmen, dann hier reinstecken und ist hier, ja, damit sie nicht gefunden wird. Was für Kameras meinst du denn? Kommt drauf an. Also mit Max kennt sich ziemlich gut aus, wenn es darum geht, für Kameras, für Videos zum Beispiel, hat er auf jeden Fall ein bisschen Ahnung. Und ich bin eigentlich Mediengestalter für Bild und Ton. Ich sollte mich theoretisch damit auskennen. Sollte. Ah, fuck. Ach, Mann. Er möchte was über Kameras wissen. Wieso habe ich denn... Da habe ich den gekriegt. Wieso habe ich mich da nicht dran erinnert, dass... Wie dumm, ey. Dass da noch der Typ steht. Wie nicht aufmerksam genug. Frage der Frage. Ja, wir helfen gern. Bei Kameras helfen wir sehr gerne. Ja, es kommt ja mal drauf an, ne? Also erstens brauchst du ja ein Capture-Device, um deine Kamera aufzunehmen. Und die braucht dann quasi auch einen HDMI-Ausgang. Ja. Und dann kommt es auf die Kamera drauf an. Das ist immer so ein bisschen Use-Case-abhängig, würde ich auch sagen. Also Capture-Card hast du? Gut. Dann... Das ist schon mal ein guter Anfang. Natürlich dann auch immer eine... Oh Gott, ey. Das mit dem Handy habe ich selber noch nicht versucht. Da kenne ich mich nicht aus. Wie das ist. Da stelle ich mir dann höchstens immer die Frage. Also ich kann immer sagen, wie es bei mir ist. Also ich habe hier eine, für meinen Stream habe eine Lumix G81.
Und du siehst, ich benutze die, also die ist totaler Overkill eigentlich, ich benutze die mit einem Screen. Klar, also habe ich da ein bisschen, habe ich dann mehr Möglichkeiten, ne? Auch später, wenn ich mal einen ordentlichen Hintergrund habe und sowas alles. Aber die ist an sich, ist die eigentlich nicht gut geeignet für das Ganze, weil... Ich kann ja mal was vor die Kamera halten. Und das ist für mich eigentlich das Hauptfeature, was eine Webcam oder eine Kamera für Streaming haben sollte. Merkst du was? Das Ding stellt sich nicht scharf. Und solange, also ne, im Live-Betrieb, ohne dass ich den Shutter drücke, stellt sich das Ding nicht scharf. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil, aber es gibt keine Möglichkeit, dass ich das hinkriege. Genau, Autofokus. Das Ding hat Autofokus. Continuous sogar, aber nur im Aufnahmemodus. Aber nicht im Nicht-Aufnahmemodus. Ich müsste also jetzt hier den Aufnahmemodus starten und irgendwie die ganze Zeit capturen, ohne dass ich das brauche. Und die Kamera würde überhitzen und alles Mögliche. Also total bescheuert. Ja, und das ist, wenn du dann halt mal irgendwie was zeigen willst, ne, wenn du dann den Modus wechseln und was zeigen willst, wie zum Beispiel auch im Tastaturstream, dann geht es nicht. Also ich habe dann hier, um scharf zu stellen, um damit ich dann hier, wo ich sitze, dass das alles schön scharf ist, habe ich hier so einen GoPro-Arm, den gehe ich dann versuche ich dann auf den Shutter zu drücken, während ich dann schön in die Kamera gucke, damit es alles schön scharf wird. Also ich werde mir noch so einen Fernauslöser besorgen, womit das auch geht, aber es ist alles andere als optimal. Ich würde das nicht machen. Wenn du anfängst mit Stream, ja, Max will immer Overkill, aber fang an mit einer normalen Webcam und guck mal, dass du deine Inhalte und die Beleuchtung gut machst. Weil mit einer nicht so guten Webcam oder mit einer guten Webcam kannst du mit einer guten Beleuchtung auch schon einiges rausholen. Ja. Und bin ich der Meinung. Ne? Investiere lieber ein bisschen was in die Beleuchtung und in ein gutes Mikrofon oder ein halbwegs gutes Mikrofon für den Sound und dann hast du da schon mehr gemacht. Genau. Oder mach das mit dem Smartphone. Nutz die Sachen, die du schon hast. Ja. Das ist ja immer das Problem, dass man echt richtig viel Geld investieren muss, um richtig Gutes dann den nächsten Schritt zu kriegen. Alles andere ist irgendwie ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Und dann ist doch die Frage, hast du einen guten Hintergrund, wo sich das lohnt und so weiter. Ja, okay. Ja, mit GoXLR, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon mega gut. Muss man einfach so sagen.